So, meine Lieben, ich bin's nochmal, der DT Master. Maru hat ja heute eine neue Version rausgebracht, die 3.2.7. Da hat er die OGG-Dateien in Wave ausgetauscht und an der Lua was gemacht. Ich möchte kurz erklären, wer die Gebäude von mir eingebaut hat, wie ihr das updaten könnt. Es ist im Prinzip eigentlich ganz simpel. Ihr braucht im Prinzip im Giants Editor nichts machen. Bin ich gerade mal auf meiner Map, WPG Bjornholm. Ja, ihr braucht da im Prinzip rein gar nichts machen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist die neue Schweinemast downloaden. Ja. Dann entpackt ihr die, nehmt die Schweinezucht Lua, kopiert die, geht in euren Map-Ordner, dort wo ihr die Schweinemast habt, fügt die hier ein. Jetzt sagt er mir, hab schon, weil ich habe das schon gemacht. Ja. Das gleiche macht ihr mit Textur und mit den 1, 2, 3, 4 Wave-Dateien. Die markiert ihr alle, kopiert die, geht in euren Map-Ordner und fügt sie ein. Fertig. So, das nächste, was ihr machen müsst, ist, ihr öffnet mit einem, ich am besten mit Notepad +++ eure Map 01 i3D. So. Jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr macht im Prinzip 1, ihr geht auf Suchen und sucht nach OGG. Und dann zeigt er euch die Dateien an. Die ersten findet ihr hier, und zwar bei den File-IDs. Da müsst ihr bei euch einmal stehen picambi.ogg. Da ändert ihr nur dies hier hinten. OGG wegmachen und einfach nur Wave hinschreiben. Und ein Stückchen weiter drunter bei Beef Ambi macht ihr genau das Gleiche. Ja? So. Das nächste, was ihr machen müsst, ist noch ein Stückchen weiter drunter. Und zwar in den User-Attributen müsst ihr das genauso machen. Nicht komplett alles wegmachen, reinkopieren, wie auch immer. Einfach nur das OGG wegmachen und in Wave. Ja, dann scrollt ihr ein Stückchen, guckt ihr, müsst ihr irgendwo dann auch noch für Pick kommen. Genau, ist bei mir hier, habe ich ja schon gemacht. Einfach nur OGG stand hier vorher, einfach nur wegmachen und in Wave. Dann klickt ihr auf Speichern und das war's. Mehr müsst ihr dann nicht machen. Dann sollte das im Prinzip funktionieren. Ihr müsst da nicht im Editor groß rumfuschen, machen, tun, irgendwas einstellen. Das war's eigentlich schon. Natürlich aufpassen, dass ihr nicht, wenn ihr das mit Notepad öffnet, nicht irgendwelche Sachen aus Versehen mit weglöscht, irgendwie Anführungszeichen, ein Slash oder sonst irgendwas, weil dann gibt es natürlich Probleme. Ich hoffe, euch ist damit geholfen und sage bis zum nächsten Mal.